Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario 2. Wir könnten theoretisch das Finale starten, insofern ich die Story richtig interpretiere. Wir haben alle Sternjuwelen. Peach wurde von Crucius höchstpersönlich zum Millionentor gebracht und irgendwie scheinen sie hindurchgekommen zu sein und ja, es scheint alles auf einen riesigen Showdown hinauszulaufen, weil auch Bowser sich mittlerweile auf dem Weg zum Millionentor befindet. Wir sind allerdings noch nicht zu 100% in Finalstimmung, weil es gibt einfach noch die ein oder andere Sache, die wir einsammeln müssen. Es gibt noch einige Sternsplitter, einige Insignien, Aufträge, die wir zu erledigen haben und den Duellkerker. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun und ich möchte ja die kompletten 100% erleben. Dementsprechend wird es jetzt noch den ein oder anderen Part mit Sammelstuff geben, bevor wir uns dann in das Finale stürzen. So, und nachdem ich euch jetzt nicht hier total langweilen will, indem ich einfach permanent nur rumsuche, ja, wird es jetzt einen riesigen Zusammenschnitt aller Sternsplitter geben, die mir noch fehlen. Das wird sehr, sehr lange dauern. Aber ich habe knapp 2 Stunden Zeit für die Aufnahme. Ich hoffe, das reicht. Haha, na sieh mal einer an. Hier ist noch eine Kiste, an die wir bisher noch gar nicht rankommen konnten, ne? Weil wir durch diesen Raum niemals durchgekommen wären. Oh, lol. Da komme ich jetzt auch noch nicht durch. Doch, das muss doch irgendwie klappen, oder? Machen hier ganz fix. Oh, shit. Ist das so geplant? Naja, wir kommen auf jeden Fall voran. Viel Weg schafft man nicht. Aber so schaffen wir es immerhin. Ich gehe jetzt sogar nochmal auf Nummer sicher. So schafft man es zur Truhe. Das ist auf jeden Fall eine Option. Und hier ist der Stachelschild. Verhindert Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Oh, wow. Das ist, glaube ich, gar nicht so bad. Haha, hier. Vor der Röhre zum Wunderwald. Gibt es eine Stampfplatte. Ha! Und hier im Raum mit der ersten schwarzen Truhe ebenfalls ein Sternsplitter. So, ich werde jetzt tatsächlich mal zum Millionentor gehen. Das könnte storyrelevant sein, aber beim Millionentor ist auch einfach etwas, was auf uns wartet. Na, das ist so, hier gibt's, ah, okay, da ist er. Irgendwo hier ist nämlich auch eine Stampfplatte. Da ist sie. Und die brauche ich einfach für die 100%. Ha! Hier ist auch eine. Sehr schön, ganz am Anfang. So, und hier können wir jetzt dank des Supersprungs hoch. Das haben wir schon von Anfang an gesehen, dass hier was ist. Und von hier können wir, das haben wir von der anderen Seite gesehen, die Wand sprengen. Und dann müssen wir hier durchkommen, um an eine Truhe heranzukommen. Das ist dann diese hier. Mit dem Verteidiger P-Orden. Verteidigung des Partners steigt um 1. Sehr geiler Orden. Sehr, sehr schick. Aber wir kommen ja auch hier hoch. Und damit können wir hier einmal komplett rüberklettern. Wir haben ja schon gesehen, dass da was war. Wir haben da sogar schon mal versucht hinzukommen. Da landen wir ziemlich ganz hinten rechts auf einer kleinen Insel. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da war. Eine Röhre zu diesem Haus da. Okay, 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 okay. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Ich schaue gleich mal, ob ich nach rechts laufen kann. Wäre doch ein prädestinierter Ort für einen Sternsplitter. Nein, ist es nicht. Okay. Na dann. Wer zur Hölle wohnt hier? Oh, hier wohnt niemand. Aber hier chillt ein Sternsplitter. Alles klar. Irgendein Seemann wohnt hier oder so. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren darf. Ob das vielleicht ein Secret ist, von dem ich nichts checke. Aber irgendein Seemann wohnt hier, der hier regelmäßig angelt oder so. I don't know. Aber der Sternsplitter gehört uns. So, bei Gelegenheit werde ich mal die Chance ergreifen, wieder ein paar unserer Partner zu leveln. Für 2 Stück reicht es wieder. Oh! Und uns fehlt nur noch eine einzige Insignie. Dann können wir quasi, dann haben wir alle Partner erhöht. Wir brauchen jetzt 6. Für alle Partner brauchen wir 9. Und besitzen tun wir 8. So, Leute, ich glaube, kaum einen Kommentar habe ich häufiger bekommen, als den, dass ich eben auch diese Kisten hier wegpusten kann. Und jetzt tue ich das endlich. Und hier ist der Charge P. Dein Partner kann Charge auswählen. Alles klar. Im Raum mit dem Papagei in der Spukabtei fehlt mir auch noch ein Sternsplitter. Got it.
Lol. Hier ist einer. Einfach hinter dieser Säule. Tschüss. Okay. Unerwartet. Hier ist eine Stampfplatte. Die sind so random. Das ist pervers. Die sind so random. Haha. Hier in diesem Busch auch. Da ist einer. Im Glimmer Express oder im Glimmerliner. Vor dem... Ja. Vor der Maschine. Hier, direkt, wenn man in, ich glaube, Glimmerbach ankommt, heißt es so? Irgendwie so. Einfach auf dem Hauptplatz. Haha! Hier ist auch nochmal einer, neben der Kanone im Boden. So, und um jetzt mal einen Check zu machen, ob wir alle haben, reden wir mal mit dem Dude hier. Ah, ich habe den Besuch gesehen. Soll ich einen Blick in die Zukunft werfen? Ja, bitte. Und zwar Sternsplitter. Ein Sternsplitter, okay. Voller Grazie und konkurrenzloser Schönheit werde ich deine Zukunft lesen. Oh, Morgenstern, so weit, so fern. Silberner Schein, wo mag es sein? Ah, oh ja. Oh, Sterne, erfüllt meine Augen. Okay. Bin gespannt, ob mir noch was fehlt. Bruder, was zur Hölle? Ich sehe einen Sternsplitter. Tief in den Katakomben, links von dem Raum mit dem großen Tor, wo sich die Röhre zu den Duellkerkern befindet, hinter der Treppe am Eingang. Okay, und mir fehlt auch noch eine Insignie. Wo ist die? In Rohlingen schon wieder. In Westend im ersten Stock des Hauses ganz rechts. Durch ein kleines Loch in der rechten Ecke kannst du in den Garten rollen. Okay. Beide quasi in Rohlingen. Nein, stopp. Nein, 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 nein. Ich wollte... Nein. Hier? Ja, moin. Tatsächlich. So, in diesem Haus? Ah, lol, tatsächlich. Aber das sieht man total schwer. Das sieht... Ja, nee, doch, man sieht es eigentlich schon. Man sieht es eigentlich schon. Da ist sie, guys. Die letzte Insignie. Sehr schön. Komme ich aus dem Garten theoretisch noch wieder raus? Okay, ich muss einmal da rein. Und dann können wir jetzt auch unseren letzten Partner leveln. Ha, wie kommen wir aus der Schublade wieder raus? Das ist fresh, das gebe ich zu. Das ist das Nachbarhaus, das ist das Nachbarhaus. Sehr, sehr, sehr geil. So, aber bevor ich jetzt meinen Partner leveln gehe, frage ich nochmal nach, ob wir alles haben. Er sieht einen im Dorf. In dem Dorf. Nahe des Wächters. Bei den Blumen sind Schmetterlinge. Im Blütenweiler oder was? Ha, hier. Tatsächlich. Okay, very nice. Ah, okay. Da ist er. Zu schade, momentan gibt es keine Sternsplitter, die du finden könntest. Juhu! Damit haben wir alle Insignien. Und, nein, ich habe schon wieder Wegweisen genommen. Ich hab jetzt schon zum vierten Mal Wegweisen genommen und dafür immer 44 Münzen ausgegeben. Aber wir haben alle Insignien, alle Sternsplitter. Jetzt gebe ich die ganzen Sternsplitter noch aus. Und dann werde ich mal meine Orden vergleichen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass die Orden mir gar nicht so wichtig sind. Und dann werden wir nur noch den Duellkerker vor uns haben. So, ich glaube, bei dir kann ich doch hier... tauschen. Korrekt. So, was hast du denn alles so? Kraft plus Partner. Yes, her damit. Möchtest du nicht noch mehr tauschen? Ja, will ich. Moment mal. Kann ich hier jeden Orden von ihm nehmen? Also, ist es so, wenn ich alle Sternsplitter habe, dass ich alles von ihm kriege? Ich gebe hier einfach mal alles aus. Wunderbar, das geht genau auf. Wir kriegen jeden Orden von ihm. Und dafür geben wir jeden Sternsplitter aus. Jetzt hat er nichts mehr. Und wir haben jeden einzelnen Orden. Tschüss, wir haben mittlerweile so viele Orden. Das ist halt echt pervers. Gebt euch das einfach mal. Gebt euch mal, wie viele Orden wir haben. Wir können es aber sogar sortieren. Alles klar. Es sieht chillig aus. Ich werde das irgendwann mal abgleichen, ob wir alles haben. Mit Sicherheit fehlt mir noch das ein oder andere. Aber... Sieht zumindest schon mal nicht schlecht aus.
So, was steckt hier eigentlich mittlerweile drin? Du findest Infos zum Thema Mini-Cruzimat XXL. Jawohl. Sehr schön. Das ist das, was uns gefehlt hat. Da müssten wir jetzt, glaube ich, auch das Lexikon weitestgehend voll haben. Oder? Außer jetzt die finalen Gegner. Nee, mir fehlt tatsächlich noch einiges. Hä? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lol, mir fehlt noch richtig viel. Aber was wir auch noch sagen müssen, wir waren noch nicht im Duellkerker. Und im Duellkerker gibt es, soweit ich weiß, auch noch sehr, sehr viele Gegner, die noch ins Lexikon gehören. Ne? Und wie gesagt, jeden Gegner, den wir nicht mehr encountern können, finden wir im Mülleimer von Goomba. Deswegen haben wir jetzt auch den Mini-Cruzimaten XXL gefunden, ne? Weil wir den eben nicht mehr encountern können, weil eben die Mondbasis in die Luft gejagt wurde. Das Einzige, was ich mich frage, es gibt zwei Sternsplitter auf dem Mond. Wenn man die nicht einsammelt, bevor die Mondbasis explodiert, was soll man dann tun? Fand ich sehr interessant. Aber was soll's. Okay. Dann hätten wir jetzt auch unseren letzten Partner gelevelt. Sehr schön. So. Und dann würde ich beim nächsten Mal, oder das heißt beim nächsten Mal, dann würde ich jetzt in den Duellkerker gehen. Ich meine, ich nehme jetzt seit 1,5 Stunden auf, aber ich wette, der finale Part wird nicht sonderlich lang sein. Dann schützen wir uns, dann mache ich jetzt für mich eine Pause, aber für euch müsste es jetzt direkt im Duellkerker weitergehen. Let's go, der Hase. So, für euch nur ein kleiner Cut im Video. Für mich tatsächlich ein ziemlich zeitlicher, wie soll ich sagen, Fortschritt. In der Zwischenzeit war ich beim Kickboxen, war bei meinen Eltern, habe einen neuen Internetvertrag ausgehandelt und jetzt ist es relativ spät abends, aber ich habe Bock aufzunehmen und deswegen starten wir jetzt in den Duellkeller. Ich habe keinen Schimmer, was mich hier erwartet. Ich hoffe, neue Gegner, deswegen habe ich Gumbrina vorne, weil uns fehlen noch viele Gegner im Lexikon. Erstes Untergeschoss, okay, da sehen wir mal, was abgeht. Und ja, vielleicht hätte ich gegen diesen Goomba keinen Erstangriff droppen sollen. Bitte geh nicht drauf. Bitte geh nicht drauf. Er geht drauf. Shit. Ich bin ein Horst. Okay, aber er ist in der ersten Ebene. Das kann ich dann nochmal. Das kann ich dann nochmal. Nochmal reingehen und das nochmal entern. Aber gerade jetzt bei den ersten Gegnern sollte ich aufpassen, weil diesen Duellkerker können wir tatsächlich schon nach dem ersten Sternjuwel, glaube ich, betreten. Sobald wir die. Na, obwohl nach Logatzburg. Nach Logatzburg, sobald wir die Papierfliegerfähigkeit bekommen, sind wir, glaube ich, in der Lage, hierher zu kommen. Nein, nicht die Papierfliegerfähigkeit, sondern die. Boah, ich will keine Erstangriffe machen. Aber da macht er Erstangriffe. Weil ich nicht weiß, was für Gegner kommen. Oh, shit. Aber das ist ja easy. Also, ist ja egal. Auf jeden Fall relativ früh kommt man hier hin. Und die wollen einen natürlich auf den ersten Ebenen nicht komplett auseinandernehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt natürlich ganz am Ende sind, haben wir natürlich, ich sag mal, enorme Vorteile. Gerade in den ersten Ebenen. Das gibt natürlich jetzt auch nicht viele Erfahrungspunkte. Vielleicht, wenn wir hier durch sind, kriegen wir am Ende des Tages nochmal ein Level up. Wer weiß, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe keinen Schimmer, wie lang das hier geht. Oder was hier auf uns wartet. Boah, ich wollte sogar einen Erstangriff machen. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, ja, höchstens auf den letzten Ebenen etwas herausfordernd. Aber wir sind wirklich extrem gut ausgerüstet. Das muss man einfach sagen. Wir sind sehr geil gelevelt. Wir haben alle Sternattacken. Wir haben alle Partner auf Max-Level. Ich glaube, wir haben auch relativ gute Items. Wir haben in diesem Spiel bisher kampftechnisch nie wirklich große Probleme gehabt. Also, aus welchem Grund sollten wir jetzt hier Problems bekommen? So, hallo mein... Oh Mann, ich krieg die Erstangriffe nicht hin. Ich sollte vielleicht einfach hüpfen, ne? Ich krieg die Erstangriffe nicht hin. Aber es ist tatsächlich, jeder Kampf besteht aktuell einfach nur daraus, ein Erdbeben zu droppen, ne? Und dann ist jetzt einfach auch schon Instant Feierabend. Das ist halt übel geil. Das geht halt super fix. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ lange gehen kann. Aber gerade wenn wir am Anfang jetzt so durchrushen, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gerade wegen unserer Stärke relativ fix vorbei ist. Ich weiß nicht, 25, 50, 100 Ebenen, I don't know, wie viele am Ende des Tages hier auf uns warten. Ne? Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir noch auf viele, viele neue Gegner treffen, ne? Mit denen wir uns hier befassen können, weil, ja, und wie gesagt, im Lexikon fehlt uns einfach noch einiges. Und ich werde jetzt mal nicht immer mit dem Erdbeben arbeiten, ne? Obwohl, ja,
Ja, hätte ich eigentlich schon machen können. Hätte ich eigentlich schon machen können, weil ich wollte jetzt meine Blütenpunkte nicht unbedingt verbrauchen. Ich glaube, es ist fast sinnvoller, wenn wir mit Sternattacken eingreifen. Weil mit diesen Cool-Kommandos können wir halt einfach quasi die Sternpunkte einfach wieder zurückholen. Ne? Und wir haben ja eh so viele geile Orden, die uns wieder regeneraten. Also wir haben ja, wir sind übel gut ausgerüstet. Es wäre vielleicht sinnvoll, hier an der Stelle... Ich weiß nicht, wie herausfordernd das wird. Vielleicht irgendwann ein kleines Thema anzusprechen oder so. Ich werde mich mal ein bisschen überraschen lassen. Ich lasse mal das Ganze hier ein bisschen auf mich zurollen. Ich war nie der größte Fan von so Battle Stages. Ne? In Wind Waker gab es ja auch so einen fetten Boss-Keller. Oh, da ist nochmal so einer. Sehr schön. Den werde ich jetzt nicht mit einem Erstangriff angreifen. Da gab es ja auch so einen Duellkeller, ne, wo man quasi ganz viele Gegner hintereinander besiegen musste. In Twilight Princess gab es das. Ich weiß, dass es ein Super Paper Mario, dem Nachfolger, ein Glumba ist das. Dass es ein Super Paper Mario quasi auch nochmal so ein Boss-Battle-Ding gibt. Sie sehen so aus wie normale Goombas, aber du solltest sie nicht unterschätzen. Wegen der ungesunden Gesichtsfarbe, das ist normal, mach dir keine Gedanken. Es sorgt lieber dafür, dass die Viecher schnell verlieren, alles klar, ja, das kriege ich hin. Na, also das ist etwas, was Nintendo schon häufiger gebracht hat, dementsprechend, ja, bin ich da schon ein bisschen dran gewöhnt, aber wie gesagt, ich war nie ein großer Fan davon. Für mich ist das irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß nicht, Spielzeit, Strecken und, ja, sie sollen doch lieber die Kampfstärke, ich glaube in den Mario und Luigi Teilen gab es das auch häufiger. Aber die sollen die Kampfstärke doch einfach durch, ich weiß nicht, es gibt doch bessere Möglichkeiten, die Kampfstärke zu testen, als über so ewig lange Kämpfe hintereinander. Und jetzt habe ich hier sogar den falschen Missus, wir machen einfach einen chilligen Kraftkurs. Auch wenn das total retarded ist. By the way, habe ich hier einen Trick von euch bekommen, man kann A und B gleichzeitig drücken, ja? Einfach vielleicht einen crazy Bosskampf raushauen, der nochmal super schwer ist oder so, aber... Warum immer so zeitintensive, lange Ausdauer-Challenges? Ich hab noch nie verstanden, was der Sinn von denen ist. Wie gesagt, ich würde auch gerne andere Partner nutzen, aber da ich nie weiß, in welchem Kampf ein neuer Gegner auftauchen könnte, ist es für mich einfach notwendig, hier immer mit Gumbrina quasi vorne zu sein, um dann, sollte ein neuer Gegner auftauchen, direkt in der Lage zu sein, hier rauszuhasseln. Oh, und wir sehen hier einen Gegner mit einem Orden. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass das relativ selten ist. Den können wir klauen. Ich werde das mal probieren. Ich hole mal Nagarine nach vorne. Klaut dem Gegner Items in Orden. Oh nein, ich kann nur dem Vordersten das klauen. Was soll das denn? Okay, dann machen wir erstmal... Dann machen wir erstmal hier den Angriff. Bra! Sehr schön, dann ist der weg. Und dann setzen wir das Diebesgut ein. Oh nein, der verwendet den Orden, oder? Nee, tut er nicht. Alles klar. Sehr gut. Ich glaube, die können mir sogar nicht mal Damage machen. Aber auch wenn das jetzt kein besonderer Orden ist, will ich das quasi einmal gemacht haben. Ich will quasi einmal ein Item geklaut haben. Hier, drücke A im richtigen Moment. Oh, sehr schön, das ist gar nicht so easy. Juhu, und wir haben Glück gehabt, P. Das hatten wir schon längst, I know. Aber wir haben jetzt einmal einen Orden geklaut, Guys. Wir sind, jetzt haben wir auch Nagarine im Kampf verwendet. Jetzt kann man mir nicht vorwerfen, ich würde sie komplett ignorieren. Oh Mann, beim Erdbeben fällt immer hier die Hintergrunddeko um und fällt immer meinen Partnern auf die Fresse. Aber das ist in Ordnung, damit komme ich klar. Aber wenn die Gegner wirklich noch stärker werden und damit dann auch die Erfahrungspunkte steigen... Dann denke ich, haben wir hier relativ gute Chancen, uns nochmal... Da kannst du halt nichts machen. Ich habe sofort B gedrückt. Dann sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, uns hier noch was rauszuhassen. Oder wisst ihr was? Ich glaube, es ist recht sinnvoll, wenn ich das Ganze vielleicht euch ein bisschen zusammencutte und wenn mal der ein oder andere interessante Kampf kommt, dann zeige ich euch den. Weil dieses permanente Noob-Gebäsche, was wir hier gerade betreiben... Ich glaube, das bringt niemandem was. Oh, yo! Okay, wir sind auf Etage 10. Und hier scheint es einen kleinen Bonus für uns zu geben. Und zwar den Orden Schnarcher. Hiermit schläfert Mario Gegner ein. Sie greifen nicht an. Alles klar. So, da wird es zurückgehen, aber wir wollen natürlich weiter. Aha, und hier ist jetzt auch sogar schon eine neue Gegnerart. Alles klar. Diese komischen Goombas. Bloß in der Paraform. Sehr schön, sie gibt es auch doppelt. Das heißt, ich hätte theoretisch einen Erstangriff droppen können.
aber ich will einfach nicht, ich will einfach jeden Gegner sofort scannen, weil ich nicht nochmal mich durch diesen ganzen Kerker kämpfen will, nur um einen Gegner dann nochmal gescannt zu bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, ein neuer Stein. Ich glaube, den kann ich auch scannen. Ich kann mich nicht da... Obwohl... Ah, nee, es ist nur so ein Schwarz-Weiß-Stein. Doch, ich glaube den... hatte ich den schon? Oh, shit. Den hätte ich vielleicht nicht töten sollen. Ich dachte aber, wir hatten den schon. Aber der wird mit Sicherheit nochmal auftauchen. Jeder Gegner ist bisher einfach aufgetaucht. Jeder einzelne. Oh, lol. Ich hatte diese grauen Steine tatsächlich schon. Die haben schon eine KP-Anzeige. Jawohl, es scheint so, als ob wir auf Ebene 20 angekommen wären. Sehr schön, und hier ist ein Händler. Hallo, ich bin Händler, ich habe jede Menge brandneue Waren im Angebot. Okay. Mach einfach nur, man kann seine Items hier aufrüsten. Ja, bin ich jetzt nicht so interessiert dran. Wir kriegen wahrscheinlich einen neuen Orden, oder? Den Feuerschlag. Cool. Aber damit geben wir uns noch nicht lange, noch lange nicht zufrieden. Und wieder eine neue Gegnerart. Sehr schön. Diesmal die dunklen Goombas. Mit Pickelhelm. Oh, gepaart mit ein paar Buhus. Alles klar. Jawohl. Ich habe mal wieder ein exzellentes Erdbeben hinbekommen. Was los? Very nice. Und der überlebt trotzdem, der Knecht. Ich bin der Verschicker. Und ich kenne ein paar Abkürzungen durch die Kerker. Für eine Handvoll Münzen kann ich euch verschicken. Ist das ein Angebot? Jo. Tatsächlich habe ich das aber nicht. Bin ich auf Etage 30? Ne, 27. Aber wer weiß, so vielleicht stoße ich ja auf neue Gegner. Ich will irgendwie nicht das Risiko eingehen und neue Gegner verpassen. Ich hätte mir wahrscheinlich viel Zeit gespart, wenn ich mich 5 Etagen tiefer geschickt hätte. Aber das möchte ich nicht. Weil ich Angst habe. Woo! Etage 30. Und der neue Orden für uns. Und zwar Zapper. Während eines Kampfes nehmen alle Gegner die Mario Brühe. Achso, man ist wahrscheinlich einfach elektrisch geladen. I get it. Und eine neue Gegnersorte, meine lieben Freunde. Und zwar ein Fieskooper. Tschüss. Crazy guy, der Typ. Fieskooper sind Koopas, die in der Dunkelheit leben. 8 KP für Angriff, 2 Verteidigung. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein. Ja, okay. Typisches Goomba-Ding halt, ne? Und das war's. Wir sind ganz unten. Und ganz unten wartet. Holy shit.